Mein Name ist Marvin, ich bin leidenschaftlicher Landschaftsfotograf und Reiseblogger. Im Herbst diesen Jahres habe ich eine Camper-Rundreise durch das wunderschöne Island unternommen. Was mir dabei alles vor die Kamera gekommen ist, erfahrt ihr in meiner Serie Abenteuer Island. Einen wunderschönen guten Abend vom Mühlwarten Campingplatz. Wir haben hier gestern, wie ich schon angedeutet hatte in der letzten Folge, unser Lager aufgeschlagen. Noch kurz was gekocht, dann sind wir auch schon ins Bett gefallen gegen 22 Uhr. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens, haben schon alles gespült und so weiter. Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es schon. Es ist mal wieder relativ stark am Regnen. Ich hoffe, das wird sich noch legen. Laut Wetterbericht sollen wir eine der wenigen Gegenden auf der Insel sein, wo das Wetter ganz nett ist. Das Wetter in Island ist leider nicht wirklich kalkulierbar. Obwohl der Wetterbericht halt sagt, sieht ganz gut aus für heute, sieht es momentan ziemlich beschissen aus. Das kann in einer halben Stunde schon wieder ganz anders aussehen, es kann aber auch den ganzen Tag regnen. Da muss man natürlich ein bisschen umstrukturieren. Ich habe bei meiner Routenplanung natürlich einmal komplett die Insel rumgeplant und ich möchte schon auch die ganze Insel sehen, weshalb ich vorher schon eine Priorisierung vorgenommen habe. Also ich habe mir Spots rausgeschrieben, die ich auf jeden Fall sehen möchte und ich habe mir Spots rausgeschrieben, die ich optional sehen möchte, wenn noch genug Zeit da ist. Und so fahren wir jetzt halt die Insel ab, weil ich wollte nicht vorher schon gesagt haben, an Tag 8 möchte ich an Spot XY sein. Weil das ist hier einfach nicht realistisch, man muss ein bisschen spontan entscheiden und so fahren wir bis jetzt eigentlich ganz gut. Manchmal skippen wir die optionalen Spots, manchmal nehmen wir sie mit, je nachdem, wie wir in der Zeit liegen. Ich bin jetzt das erste Mal an Tag, ich will nicht lügen, 5, 6. Ich glaube, am 6. sind wir heute, ne? Also ich verliere so langsam das Gefühl für Raum und Zeit hier. Das erste Mal heute unseren Wassertank auffüllen, da ist aber noch ein bisschen was drin. Wir haben bis auf vorgestern jeden Tag auch gekocht abends. Ja, und jetzt fülle ich mal den Wassertank auf. Ist eigentlich ganz easy. Ihr habt im Camper selbst einmal einen Stromanschluss, damit die Pumpe das Wasser hoch zum Wasserhahn pumpt und halt einen Anschluss für das Wasser, damit das Wasser überhaupt im Spülbecken landet. Das zieht ihr einfach beides raus und geht dann an jedem Campingplatz und eigentlich auch an jeder gängigen Tankstelle gibt es so eine Frischwasserstation, da könnt ihr das Wasser auffüllen und an den Campingplätzen auch, wenn ihr einen Schmutzwassertank habt, euer Schmutzwasser abwaschen. Der erste Spot auf unserer heutigen Route ist die Kryotagia. Das ist die besagte Höhle, wo ich vorhin schon mal drüber gesprochen hatte, wo eine sehr bekannte Game of Thrones Szene drin gedreht wurde mit Jon Snow und dem weiblichen Pendant XY. Name fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Die schauen wir uns jetzt mal ein. Ich werde jetzt noch kurz vorher mein Objektiv auf ein weitwinkligeres ändern. Es sieht ziemlich eng da drin aus. Vielleicht kriegt man da ja ein schönes Foto hin. Ich bin mal gespannt. Das war ein richtig cooler Spot, wie ich finde. Früher war sogar mal das Baden da drin erlaubt, da vorne ist so eine Infotafel. Dann hat aber ein Vulkanausbruch in der Nähe dazu geführt, dass das Wasser viel zu heiß wurde. Aktuell ist die Temperatur wohl so zwischen 43 und 46 Grad. Ich habe mal ganz kurz den Finger reingehalten, völlig in Ordnung gewesen. Das Problem ist aber auch, dass die Höhle stark einsturzgefährdet ist, dementsprechend auch betreten auf eigene Gefahr und es wird dementsprechend natürlich nicht als Badestelle beworben, sondern das Baden ist offiziell verboten in dieser Höhle. Nichtsdestotrotz cooler Spot, wie ich finde. Auf jeden Fall ein Stativ mitnehmen, da drin ist es relativ dunkel, also wenn ihr da schöne Bilder machen wollt ohne zu großes ISO-Rauschen, dann auf jeden Fall das Stativ einpacken. Ich war bei ISO 100 circa bei 6 bis 8 Sekunden, habe mal wieder meine Allrounder WeLight Minilampe dabei gehabt, habe so ein bisschen Lightpainting gemacht, damit so ein paar abgesoffene Steine noch so ein bisschen Helligkeit abbekommen. Da kann ich immer nur darauf verweisen, nehmt euch, die muss jetzt auch nicht von WeLight sein, ich kriege da jetzt kein Geld für, dass ich die bewerbe. Kann auch von jeder anderen Firma sein. So ein kleines Mini-LED-Lämpchen, was ihr auch auf die Kamera schrauben könnt, immer dabei haben könnt mit Akku. Ein bisschen farbverstellbar, dimmbar, wirklich Gold wert. Ich mache alles damit, alles was ich irgendwie belichten muss, auch wenn ich mal im Camper ein paar Vlog-Szenen drehe. Wirklich super praktisch, kosten nicht die Welt, haben einen Akku, was auch relativ lange hält. Also da kann ich wirklich immer nur sagen, packt euch so ein Ding in den Kamerarucksack, das ist Gold wert. Gaslight is blinking. Lights don't matter.
langsam. Jetzt geruchstechnisch. Auf jeden Fall speziell. Muss man wollen. Also, so viel kann ich sagen. Also, volle Eier ist nicht übertrieben. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zusammenzureißen. Ich bin geruchstechnisch sowieso relativ anfällig. Das kann schon was hier auf jeden Fall. Wie gesagt, Schwefel, faule Eier trifft es perfekt eigentlich. Aber in einer Konzentration, mein lieber Schwan. Also, nicht schlecht. Gefällt mir bis auf den Geruch gut. Nochmal was ganz anderes. Ja. Puh, ich werde mich jetzt mal verabschieden, weil das mit dem Sprechen bei dem Duft ist schon. Eieiei. Nur ein paar wenige Autominuten entfernt von unserem letzten Spot. Ja, gibt es hier so eine endlose Dusche mitten im Nirgendwo am Straßenrand auf dem kleinen Schotterparkplatz. Ist einfach eine Dusche aufgebaut, da wird das Wasser, also das Grundwasser halt einfach rausgepumpt. Ist wirklich sehr, sehr schön angenehm warmes Wasser, wie halt überall hier in der Umgebung. Ist mal was anderes, ich habe ein paar Fotos gemacht, dann ist mir, während ich das gefilmt habe, noch ein halbnackter Mann vor die Linse gesprungen, der sich schon mal eben die Dusche gestellt hat. Nur kurz zur Relation, wir haben gerade Außentemperatur in etwa 5,5 Grad, es regnet, es ist sehr, sehr windig, also ich würde sagen, gefühlt sind es so um die 0 Grad. Muss man schon wollen. So, wir haben die Gegend um unseren Campingplatz herum jetzt ziemlich abgegrast. Ich hätte gerne noch den ein oder anderen Drohnenshot gemacht, aber ich denke, man hört es schon etwas am Wind. Unmöglich heute. Also es sind wirklich Windstärken jenseits von Gut und Böse. Sobald ich die Drohne starten will, fliegt die in alle Richtungen, aber nicht dahin, wo ich möchte. Das ist mir dann auch zu riskant. Vielleicht wird es klappen, vielleicht nicht, aber ich bin ja auch noch ein paar Tage hier, mal unabhängig davon, dass ich sie auch selbst am letzten Tag nicht freiwillig versenken wollte. Kostet ja dann auch ein paar hundert bis tausende Euro. Dementsprechend lasse ich da lieber ein bisschen Vorsicht walten. Ja. Und wir fahren jetzt weiter zum Dettifoss-Wasserfall, dem wohl mächtigsten Wasserfall Europas. Man streitet sich da wohl so ein bisschen. In der Schweiz ist wohl noch einer. In Norwegen, da kann man dann so ein bisschen drüber streiten. Was gilt jetzt als mächtig, groß, Fallhöhe, Wassermenge, die da die Minute runterfließen und so weiter. Ja. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ich denke, ihr merkt schon, es ist relativ windig. Also ich muss mich teilweise echt anstrengen, stehen zu bleiben. Das ist extrem heftig heute. Wir fahren jetzt weiter und wir sehen uns gleich am Dettifoss-Wasserfall. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Dettifoss-Wasserfall. Wir sind jetzt in etwa 45 Minuten gefahren. Super entspannte Piste. Es hätte wohl gegenüberliegend auf der anderen Seite auch einen Weg gegeben. Das ist aber wohl sehr Offroad-mäßig. Die soll wohl ziemlich beschissen sein, was die Google-Bewertungen so gesagt haben. Dementsprechend sind wir auf der Westseite geblieben. Hier ist die Aussicht nicht ganz so schön, aber da kann ich dann auch mit leben. Hier gibt es so viele Wasserfälle. Wenn ich den einen dann nicht in seinem vollen Glanze fotografieren kann, dann ist das immer so. Das Wetter ist mittlerweile viel, viel besser geworden. Es ist zwar immer noch sehr windig, aber dafür haben wir mal, ich glaube, das erste Mal seit 2 Tagen wieder blauen Himmel. Sowas ähnliches wie Sonnenschein, jetzt gerade auch nicht mehr, aber ab und zu kommt es immer so ein bisschen durch. Also wettertechnisch auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung. Vor allem zu den letzten beiden Tagen. Jetzt geht es circa 1 Kilometer, so eine steinige Wanderung. Wanderung in Anführungsstrichen beim Kilometer, aber halt ein 1 Kilometer Weg zum Dettifoss-Wasserfall. Kurz zwischengeschoben dieses Video hier mit dem iPhone, weil die GoPro bei 13% Akku eine automatische Abschaltung durchführt. Keine Ahnung wieso. Wir sind jetzt auf dem Rückweg vom Dettifoss. Es ist wirklich extrem krass, was da für Wassermassen runterkommen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass es eine Abzweigung gibt zum Selfoss-Wasserfall. Circa 700 Meter, die nimmt man dann natürlich auch gerne noch mit. Insgesamt überhaupt gar kein Anschluss auf den Weg gewesen. Wie immer
mal in Island Richtung Schiff, also vernünftiges Profil, vielleicht ein bisschen Wasserfestigkeit und dann wird man das ganz, ganz locker hin. Es wiegt auch nur einen Kilometer, aber das ist schon sehr, sehr wichtig. Ebenfalls empfehlenswert sind diese Tücher hier. Die gibt es für, ich glaube, 8, 9 Euro bei Decathlon. Sind aus Merino-Wolle, halten super warm und gerade wenn das hier so windig ist, wie es heute ist, und das ist echt brutal, dann sind die Dinger Gold wert. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Einen wunderschönen guten Abend von unserem heutigen Campingplatz. Ich stehe gerade im Regen, aber das schockt einen mittlerweile nicht mehr so wirklich. Ich habe gerade den Godafoss noch mal ganz kurz zwischengeschoben. Ganz schöner Wasserfall. Ich blende mal parallel ein Bild von da ein. Das hatte ich jetzt ohne Ansprache gemacht, weil es hat auch in Strömen geregnet da und ich fand es jetzt auch nicht so spektakulär. Nachdem ich heute schon ungefähr 400 Wasserfälle gezeigt habe, habe ich mir gedacht, der eine mehr oder weniger. Der macht den Braten jetzt auch nicht fett. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen und ich hatte mir schon gedacht, dass der cool sein wird, weil der 4,9 Sterne hat bei Google. Ist noch besser als erwartet tatsächlich. Ich stehe hier ganz alleine auf der Wiese. Hier hinter mir sind die Toiletten und Duschen und eine kleine Küche. Da hinten wohnt auch der Inhaber selbst. Und ich habe vorhin aus Spaß zu meiner Freundin gesagt, weil es heute so windig war, das sind so Tage, wo bei uns in Deutschland normalerweise die Schulen schon schließen würden und hier fangen die an zu grillen. War eigentlich ein Spaß. Ich komme da gerade an, will da einchecken und hier auch die Stellgebühr bezahlen. Ja, da steht da draußen im T-Shirt und grillt. Also gar nicht mal so weit hergeholt gewesen. Ist tatsächlich sogar auch on top noch der allergünstigste Campingplatz, den wir bis jetzt hatten. Mit 2600 Kronen, ich meine, das sind so ungefähr 18,50 Euro. Für zwei Personen ist das natürlich echt ein fairer Preis, vor allem für Island. Wenn ich überlege, gestern haben wir auf dem Campingplatz, wo wir standen, fast das Doppelte bezahlt, mit 4500 oder so. Also super fairer Preis für einen sehr, sehr schönen Stellplatz. Also die Lage hier ist auch super schön, absolut ruhig hier und bis jetzt noch kein anderer Camper bei uns. Von daher schauen wir mal, wie die Toiletten noch sind. Bis jetzt auf jeden Fall einen Daumen hoch, den Namen blende ich euch wie immer ein. Das soll es auch gewesen sein von dem Video heute. Ich denke, hier wird heute nicht mehr viel passieren, außer dass wir immer noch ein bisschen Essen kochen werden, Bett machen und dann gleich auch schlafen gehen werden, weil der Tag war heute echt anstrengend. Wir haben einiges gesehen, das Wetter war mal wieder sportlich. Nichtsdestotrotz war es ein sehr, sehr schöner Tag. Ich habe so ein bisschen das Problem, man kriegt das alles gar nicht verarbeitet, was man hier sieht. Also das sind jeden Tag tausende Eindrücke, die auf einen reinprasseln. Farben, Formen, alles Mögliche. Also Island ist so vielfältig, das ist der absolute Wahnsinn. Umso dankbarer bin ich da natürlich über so ein Video- und Fotoprojekt, weil man das natürlich alles ein Stück weit auch konserviert. Also einfach, dass ich in zwei Wochen im Schnitt sitzen werde und dann nochmal realisiere, was ich hier überhaupt alles gesehen habe. Die ganzen Drohnenaufnahmen und so, das ist dann schon nochmal Gold wert auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ich habe ein paar hilfreiche Tipps und Orte vielleicht gezeigt für eure Islandreise oder euch einfach generell ein bisschen unterhalten. Wenn dem so ist, würde ich mich selbstverständlich wie immer selber einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo auf meinem Kanal freuen. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Dann fahren wir weiter die Nordküste Islands lang, bis wir dann in den nächsten Tagen in den Westfjorden ankommen. Bis dahin, haut rein, ciao.